Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich würde vielleicht ein paar Leute mehr mitnehmen wollen, gegen die alle anzukämpfen. Angra Warte vielleicht? mal. Ich kann alle, glaube ich, mal anquatschen. Folge mir. Folge mir. Geh vor. Kann ich alle anquatschen? Kann ich allen sagen, die sollen mir folgen? Weil ich glaube, alleine werde ich das nicht schaffen dort. Dann würde ich Lester mitnehmen wollen. Diego. Gorn. So, aber wir haben wenigstens unsere größtenteils die komplette Truppe von damals. Aber ich will auch nicht alle vom Schiff mitnehmen wollen, sagen wir mal so. Obwohl Gorn und Diego will ich mitnehmen wollen zu kämpfen. Milton und Lester auf dem Schiff lassen. Dass wir dann vielleicht eine Vierertruppe sind, die da reingehen. Bis Lee will ich auch auf jeden Fall auf dem Schiff lassen, definitiv. So, es wird auch dunkel. Ich hoffe, da ist jetzt kein weiterer Ork-Angriff. Laris soll hier bleiben. Diego, ich brauche deinen Rat. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Ach ja, es wäre besser, wenn du nicht alles, was hier rumkriecht, aufs Schiff lockst. Der Angriff der Orks war hoffentlich das Letzte, was ich hier abwehren musste. Das gibt doch nur noch. Okay, ihn kann ich nicht mitnehmen. Also nicht jetzt, Laris. Ich handle stets in Genossen. Pedro, kann ich den mitnehmen? Ich habe für so etwas keine Zeit. Kann ich Diego mitnehmen? Gorn mitnehmen? Warte mal. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Den lasse ich hier, den brauche ich als Kapitän. Ich kann also nur Anga mitnehmen. Okay, ich hoffe, mit Anga schaffe ich das. Wenn Anga Bock hat zu kämpfen, ich hoffe, ich verliere ihn nicht. Ich hoffe, er stirbt mir nicht. So, das heißt dann jetzt mit Anga hier gegen die Ork gegen die Echsenmenschen. Ich hoffe, er kriegt's hin. Ich krieg ja eh die Erfahrungspunkte. Anga. Alter, muss das so dröhnen hier? Wo ist er hin? Okay, da war er, okay. Jetzt kommt er hinterher. Ich hoffe, ich kann ihn am Leben erhalten. Ah, okay, die spawnen doch nach einer Weile. Würde ich jetzt nochmal speichern. So, wo ist Anga?
Autsch. Alter, wie viele sind denn da? Ich glaube, die haben Anga getötet. Anga, bist du da? Der ist noch da. Das sind schon ein bisschen viele. Schon sehr viele. Okay, gegen so viele kriege ich das hin. Jo! Gegen so viele kriege ich es nicht hin. Alter. Kann ich irgendwie... Warte mal. Ich habe doch gewisse Zauber. Eisblock, Eisball, Feuerball, Licht, Dämon beschwört. 4 Stück. Schlaf, großer Feuersturm. Blitzschlag, leichte Wunden heilen, Goblin-Skelett erschaffen, Golem erwecken, Skelett erschaffen, Wolf rufen. So. Kugelblitz, Verwandlung brauche ich nicht. So, okay, warte mal. Nein. Nein, Anga! Weißt du, was wir machen? Anga, bleib zurück. Bleib zurück. Alles klar. Der soll erstmal auf Abstand gehen. Alter, dieses Dröhnen. So, nochmal mit den Beschwörungen. So, so, das, 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 das und das. So, fangen wir er. Wo ist Anga? Weit genug weg. Eins. Das ist nicht dessen Ernst. Anga, bleib zurück. Bleib zurück. Alles klar. So, okay. Also, ich kann jetzt nicht zwei Dämonen gleichzeitig beschwören. Der ist weit genug weg. So. Ich hoffe, der Dämon geht auf die jetzt los. So, ich...
Ich lasse die da mal gegeneinander kämpfen. Beschworener Dämon, okay. Der soll gegen die kämpfen. Und hier Dämon, hier sind welche. Okay, den ersten hat er gekillt. Okay, das kann ich speichern. Weil hier sind jetzt ein paar tot von den Echsen. Der hängt hier fest. So, ich muss auf einen anderen Bildschirm eben gucken. Da kommen jetzt nur... da kommen mehr. Dämon, du hast was zu tun. Autsch. Hiervon haben wir zwei. Ich hoffe, es bleibt nur bei den beiden. Wo sind die beiden jetzt hin? Stecken da fest. Okay, das geht so in Ordnung, finde ich. So, speichern. Ein Dämon können wir noch beschwören. Warte mal, Heilslenker auf jeden Fall. So, noch ein paar von... Nee, die hier. Und das hier. So, jetzt nochmal speichern. Holen wir uns die restlichen Echsenmenschen, die hier sind. Ich habe keine Ahnung, wie viele hier sind. Toll, der ist gestorben. Sonst war hier jetzt nichts lohnenswert. Ich speichere das trotzdem nochmal und gucke, ob ich jetzt vielleicht nochmal irgendwie was anderes habe zum Beschwören. So, kleiner Feuersturm, Kugelblitz. Ich könnte einen Wolf rufen. Davon sind wieder Echsenmenschen.
Oh, da habe ich jetzt noch mehr aus Versehen zu mir geholt. Wieso muss es so dunkel sein? Okay, überstanden, speichern. Da sehe ich noch mal ein paar. Wie viele? Jo, hau einfach drauf. Ein Drache. Schnell einmal voll machen, Leben, Heilpflanze. Ich fress dann lieber die Heilpflanzen. Wenn da wieder ein verschissener Drache ist, ich fress alles. Meinetwegen jetzt. Warte mal, ich kann auch die Wurst fressen hier. Die Suppe. Wasser. Ach, ne, Wasser dauert ewig. Dafür, dass es nur 8 Lebenspunkte gibt. Gibt's nicht eine Möglichkeit, das irgendwie schneller zu machen mit dem Wassersaufen? Also aufhören, Wasser zu saufen, jetzt ernsthaft. Kann ich mal Escape drücken? So. Aber das ist ganz klar ein Drache. Also doch 5 Drachen. So, hier auch nochmal Heilpflanze. Komm, die Suppe kann ich nochmal saufen. Den Honig kann ich fressen. Ne, das dauert mir zu lange mit dem. So, Heilpflanze nochmal. Ehe ich den Drachen da anfange anzugreifen, will ich so, nochmal speichern. Warte, hier sind Truhen. Ne. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ernsthaft? Nichts von Wert. Aber was den Drachen angeht, da habe ich eine Idee. Was können wir mit den Dracheneiern machen eigentlich? So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier müssten auch noch mal welche sein, oder? Ne, hier gibt es keine mehr. Okay. 8 Eier müsste ich jetzt haben. Oder? 8 Stück, ja. Kann man daraus Heiltränke machen? Das wäre super. Feuerkraut brauche ich nicht.
Meinetwegen kann hier alles rumliegen. Aber ich würde ihn jetzt erstmal dafür mitnehmen wollen. Hey, Inga. Du. So, folge mir. Folge mir. Geh vor. Volles Leben hat er wenigstens wieder. So. Also ich hoffe, ich schaffe das jetzt mit ihm zusammen gegen den Drachen. Hangar ist da. Nochmal speichern. Meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Ich kann ihn nur noch zurücklassen. Bleib zurück. Alles klar. Verdammt. So, den Zauber will ich jetzt einmal dann wegmachen. So, 1, 2 und 3. Ich speichere dann noch einmal. Ich kann ihn nur zurücklassen. So, wer ist das? Feodaron. Bleib stehen, Mensch. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du hier Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Dass du fast unsere gesamte Nachkommenschaft vernichtet hast, war dir wohl nicht genug. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Den Rest eurer widerlichen Brut werde ich mir auch noch vornehmen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Ja, komm. Okay, nehme ich mit. Bin ich unsichtbar? Ah. Wieso war ich gerade unsichtbar? Das speichere ich einmal, weil wir den Drachen besiegt haben. Kann ich jetzt Anga wieder mitnehmen? Oder werden seine Kopfschmerzen schlimmer? Ich glaube, das hatte schon mit dem Drachen zu tun. Anga? Hey, du! Folge mir? Folge mir. Geh vor! Also ich würde jetzt gerne wissen, ob er jetzt weiter kann oder... Oder es an einem anderen Grund liegt. Okay, das lag an dem Drachen. Sehr wahrscheinlich. Ich sehe nichts. 23.42 Uhr. Na super. Ich brauche jetzt eine Fackel. Da. Ich habe so eine Vermutung, wenn ich habe ja Indiana Jones mal gesehen gehabt.
hätte sein können. Okay, andere Vermutung? Da. Jemand treffe ich. Warte mal, davon gibt es ja auch noch einen Schalter. Bleib ich gehe mal zurück. Alles klar. Ich glaube, ich brauche jetzt mal die Hilfe von einem unserer Freunde. Warte mal, Auge Innos, muss ich auch noch mal kurz gucken. Okay, Auge Innos müssen wir aufladen. Dann gehen wir noch mal zurück zum Schiff. Ich ziehe aber vorsichtshalber noch mal die Waffe. Und ich stelle mir die Frage, werden unsere Freunde dann noch mal angegriffen? Gerade, nachdem wir den Drachen attackiert haben. Stell mir wirklich Frage. Vor allem, ich hätte es gerne wieder Tag. Ich mag es nicht, wenn nachts unterwegs zu sein. Das ist mir immer viel zu dunkel. Es war so, dass ich gar nichts sehe. Okay, wurden nicht angegriffen. Oder zumindest nicht erkennbar. So, Brücke hier. So, Laris? Meine Meinung kennst du ja schon. Lass uns erstmal abwarten, was da ist. Diego? Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deinen Rat, glaubst du wirklich? Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Ich glaub nicht, dass du das hab ich auch gesagt. Mich fragt ja keiner. So, Fackeln. Wo sind die Fackeln wieder hin? Wer erzählt denn sowas? Die Sortierung ist hier manchmal so bescheuert. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Das gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Das ist doch nichts Neues. Das hätte er auch selbst wissen. Kann Wild mir helfen? Ich habe Pedro gefunden. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Lester, kannst du mir helfen? Nicht, das hast du nicht gewusst. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Warum hört er nicht keiner auf mich? Ich brauche da irgendwie Hilfe. Ich kann das nicht mehr hören. Glaubst du wirklich? Ich habe so einiges gehört. Ich kann das nicht mehr hören. Kann mir Vatras vielleicht helfen? Hat er Heiltränke? Oh.
Also war das tot? Haben wir Vatras verloren? Und Bennett auch? Gorn? Warte mal. Wo? Alles im Lot? Alles im Lot? Gibt's da oben noch mehr Orks? Schick sie zu mir. Ich bin gerade warm geworden. Oder sind die schlafen? Ich hoffe, die sind nur schlafen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich hoffe wirklich, die sind schlafen. Ah, okay, die Jorgen, Lee, Bennett. Warte das, oh, ich dachte schon. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bringe ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Corinis überantworten. Kann ich mich auch einfach schlafen legen? Ohne Probleme? Albträume verwehren mir die Erholung. Natürlich. Vatras? Warte mal. Heile mich. Heile mich. Adanos, segne diesen Körper. Hilf mir, ich bin besessen. Hilf mir, ich bin besessen. Nimm diesen Trank der Erlösung. Pyroka hat mir auf mein Geheiß einige der heilenden Elixiere mitgegeben. Doch denke immer daran. Meine Möglichkeiten, dir die Albträume zu nehmen, sind sehr begrenzt. Okay, kannst du mir etwas verkaufen? Kannst du mir etwas verkaufen? Was brauchst du denn? Ja, das nehmen wir. So, Mana brauche ich nicht. Kronstöckel, Feldknötrich, Eispfeile. Das nehmen wir auch mit. So, Jorgen? Hey. Hey. Ich habe keine Ahnung, was ich da gleich machen soll. So, Auge Innus auf jeden Fall wieder aufladen. Aber an die Schalter komme ich da gerade echt nicht dran. Achso, die Fackel kann ich auch wieder einstecken. Na, aber jetzt ernsthaft, was soll ich denn da machen? Gut, dass die Steindinger da, hier diese Statuen, nicht auch noch irgendwie lebendig werden und anfangen zu kämpfen. Alter, diese Dröhnen. Anga ist nicht mehr da, okay. Ich hoffe, der ist zurück aufs Schiff gegangen.
So. Ah, jetzt sieht's da wieder heller aus. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Folge mir? Folge mir. Geh vor. Aber ich speichere nochmal. Gibt's hier eine erhöhte Position? Ach so, das Ding ist schon. Okay, Agna, folge mir. Ach nö. Alter, da war so ein kurzes Piepen. Richtig ekelhaft. Anga? Bitte sag mir jetzt nicht, dass er runtergefallen ist. Ich lad nochmal. Bleib zurück. Alles klar. So, der eine hat sie da richtig. Nein! Das war jetzt richtig blöd. Bleib zurück. Genau dieselbe Art ist dann wahrscheinlich Anga auch in den Tod gestürzt. So. So, gibt's hier noch mehr? Geht's nach oben? Das nehmen wir mit. Gut, und gehen wir runter. Anderer Turm hat wahrscheinlich genau das gleiche. Also zwei Kisten, gehe ich mal von aus. Hoffe ich. Ich hoffe zwei Kisten. Okay, eine. Okay, nichts von Bedeutung. Dann gehen wir runter, speichern das gleich nochmal. Und zwar hier. Und jetzt holen wir Anga. So, ne, ich will mit Anga reden. Hey, genau. Du. Folge mir. Folge mir. Geh vor. Ich hoffe, der überlebt das. Und fällt nicht in den Tod. Okay, Untote gehen.
Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Anger. Bleib zurück. Den Rest muss ich allein erledigen. Viel Glück. Wie, den Rest muss ich allein erledigen? Ich sehe da noch mehr Suchende. Zwei Stück. Der soll herkommen. Ja, komm näher. So, wenn ich mich hier hinter verstecke. Ja, der kommt näher. Perfekt. So ist gut. So ist gut. So. Brauche ich nicht. Kann ich ihn auch anlocken? Oder treffen. Wenigstens treffen. Ja, komm, hör auf. Manchmal ist das irgendwie echt beschissen. Mit dem Waffenwechsel und so weiter. Und dem Anvisieren. So, das ist nah genug. So, Heiltränke, da. Ach, haben wir 54? Wo haben wir auf einmal so viele? So, das wird reichen. Gegen die Untoten komme ich so, glaube ich, an. Einmal hat er mich erwischt. So. Gibt's hier noch mehr? Ein Gegner? Nee, aber eine Truhe. Die ich wieder knacken darf. So, den Eintopf nehmen wir. Und schnabulieren den auch direkt. Genauso wie das Fleisch. So, und speichern. Dann gehen wir mal da hoch. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt genau hier noch erwarten wird. Das gefällt mir gerade gar nicht. Okay, ich kann die nicht anvisieren.
Schattenlord Achol. Okay, ich hab gedacht, der wäre schwerer. Alter, hör auf! Okay, ich hatte jetzt, ich habe so etwas wie einen Tempel gefunden. Er wird von einer Unmenge von untoten Wesen bewohnt. Erinnert mich alles verdammt an diesen elenden Ork-Tempel des Gläfers. Diesmal werde ich nicht versagen. Diesmal nicht. Versagen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, ich muss wahrscheinlich hier Dings looten. Schatten. Oder. Nein. Nein. Schlüssel von das Archol. Ah, oh komm, sein Gold lassen wir mal. Was sind hiermit? Berserker-Axt. Spruchrolle. Trank. Rezept. Was für ein Rezept? Tagebuch. Todeshauch. Verwandlung Drachtsnapper. So, Rezept will ich jetzt mal lesen. So, Lucias Abschiedsbrief. Hübsbrief. Alterbrief. Pfandbrief. Zerknüllterbrief. Silvestrus. Rezept hier. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückrufen können. Ich bitte, dass Feodaron von meinem Ergebnis nicht sehr erbaut wäre. Es hieß es schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Blut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Wenn nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde, wie ein Huhn, hätte ich es schon längst ausprobiert. Aber vor seinem Odem habe ich doch noch ein wenig Respekt. Embala, 4 Gasto. 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebraucht und anschließend unter ständigen Rühren durch den Destillator getrieben. Das Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden. Es hat schwere Nebenwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. So, wenn ich hier jetzt lese, kann ich es nicht lesen. Schwer zu verstehen. So, Drachenei-Trunk, ein Drachenei, ein Schwarzperl, ein Schwefel. Zu wenig Rohstoffe. Ich hatte irgendwann mal eine schwarze Perle. Kann ich damit zu Milton gehen? Warte mal, ich hatte noch einen anderen Trank gefunden. Oder? Tränenlos, Trank der Geschwindigkeit. Bonus für maximales Mana, 5. Berserker-Axt. Die ist nochmal besser. Ich habe 17 Lernpunkte. Ich könnte nochmal ein bisschen in Stärke investieren. Also, ich wollte jetzt das. Und einmal zu Milton rennen. Der kann mir bestimmt helfen, den Trank das fertig zu machen. Oder was das zumindest. Echt jetzt, wie oft muss ich eigentlich hier hin und her rennen? Also, ich finde das schon ein bisschen komisch.
So, aber wir sind da. Milton, ich habe ein Rezept für dich. Meinung will ja keiner hören. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hat Vatras noch ein Rezept? Ja, warte mal, kann Vatras das vielleicht gebrauchen? Ne, hier oben noch nicht. Ah, hier genau. Hey! Kann Laris mich noch, Bring mir deine Fähigkeiten bei. Kein Problem. Ne, Stärke kann er mir nicht beibringen. Okay. Das hätte er auch selbst wissen können. Gut, schade. Dann gehen wir halt weiter. Und ich kann jetzt niemandem sagen, hier folge mir. Jetzt eigentlich auch echt nicht mehr allzu viel sein, ne? Wir haben jetzt einen Drachen erlegt und hier die ganzen Orks, Echsenmenschen. Was kommt denn noch? Das waren jetzt Untote. Müsste jetzt, ich glaube, Belia dann selber kommen. Obwohl ich, das glaube ich irgendwie auch nicht ganz. Ich glaube nicht, dass wir hier Belia schon direkt hier im zweiten Teil kriegen. Okay, wir könnten hier rein theoretisch uns auch ausruhen. So, ich speichere jetzt nochmal. Hier gibt es noch mehr Tränke und Spruchrollen. Okay, wieder untote Orks. Untote Orks kamen jetzt. Nochmal speichern. Dürfte ich jetzt noch der sein. Ach nö. Du bist gekommen, um mich und mein Werk herauszufordern. Du Schlüsselmeister? Du wirst versagen. Es ist noch niemandem gelungen, meine Krypta zu überwinden. Kehre um, denn auch du wirst die heiligen Hallen von Irduat niemals erreichen.
Schlüssel. Und nochmal ein Geschwindigkeitstrank. Okay, da gab es aber noch einen Weg nach oben. Ah, okay, warte mal. Ich glaube, ich brauche mehrere Schlüssel. Okay, nochmal Stufe aufgestiegen. Noch eine Untote gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht. So, da kommt wahrscheinlich jetzt der nächste von den Dudes. Noch ein Schlüsselmeister. Oder auch nicht. War jetzt nur ein Schlüsselmeister gebraucht? So, blaues Licht, rotes Licht haben wir. Dann haben wir hier nochmal ein rotes Licht. Ah, okay. Okay, nur blaues Licht war wichtig, relevant. So. Wahrscheinlich durch die Tür erstmal. Mal gucken, wie sieht's denn hier aus? So, nochmal speichern. Wir fangen oben an. Ich höre einen Dämon. Mehr ist hier nicht. Haben die irgendwas? Knochen? Knochen? Schalter. Noch ein Schalter. Okay, ich habe irgendwo was falsch gemacht. Nehmen wir noch ein paar Heiltränke. So, ich speichere noch einmal. So, ich fange noch mal hier an. Dann nochmal hier. Und jetzt nochmal hier.
Gibt's hier irgendwie einen Anhaltspunkt? Der mir sagt, in welcher Reihenfolge? Oder ich gehe erstmal unten. Kann auch sein, dass das vielleicht unten erstmal vielleicht zuerst wichtiger wäre. Unten gibt's nichts. Okay, das muss schon oben sein. Sturmringer? Kriegen wir hier nochmal Sturmringer, okay. Aber... wir haben jetzt hier so oft... den hier versuchen. Und dann hier in der Mitte. Auch falsch. Kein Schimmer. Ja, dann würde ich sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter, weil ich komme gerade echt nicht drauf, was ich da machen muss. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.